fangen wir gleich mal an. Was ist unhaltbar? Nichts. Gut, lassen wir so stehen. Hier möchte jemand wissen, warum bist du so sexy? Das müsst ihr meine Freunde fragen. Nein, war ein Spaß, die Frage ist von mir. Ich nur. Mein Gott, Junge, also, Alter. Erzähl mal. Dazu sage ich nichts. Soll ich sonst antworten? Nein. Nein? Was steht denn da drauf? Warum bist du so sexy? Was steht da? Ich finde, das stimmt nicht. Oder war die aus meinem Sack eben? Schade. Tja, musst dir Gedanken machen. Ich supporte dich mit netten Fragen. Die hätte eigentlich... zur Hälfte wenigstens raus. Okay. Die hätte eigentlich auch rot sein können, schätze ich. Warum hast du denn deinen Instagram-Account gelöscht? Hatte keinen Bock mehr. So. Ja. Stiehlt einen Haufen Zeit und hab keinen Sinn mehr drin gesehen. Okay, und verbringe ich lieber mehr Zeit. Weiß ich nicht, lese ich lieber oder... Mit seiner Freundin, will er sagen. Genau. Will er sagen. Ja, mit meiner Freundin, mit meinem Hund, mit den beiden mache ich das lieber. Und warum bist du so sexy? Ich höre gerade nichts. Stell die nächste Frage, Junge. Waren deine gefärbten Haare eine verlorene Wette oder deine eigene Idee? Meine eigene Idee. Geistesblitz. Echt? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gesagt hätte. Immer ehrlich sein. Oh. Das wird schwer. Was ist dein Lieblings-Malle-Song? Hurra die Gams. War es dieses Jahr. Aber es wechselt auch. Mama Lauda finde ich auch ganz gut. So. Klar, dass auch so eine Frage am Start ist. Wie viele Finger hast du im Laufe deiner Karriere schon gebrochen oder verstaucht? Ach, verstaucht. Einige. Meine Kapsel irgendwie geschrottet, aber gebrochen, Gott sei Dank, noch keiner. Ich hoffe, das bleibt doch so. Aber so gefühlt einmal im Monat oder so hat man halt mal einen dicken Finger. Wenn der Fiete so hart draufschießt, dass da die Fingerchen glühen. Jetzt tut er so, als ob er da hinkommt mit seinen Fingern. Ja, meistens gehen die Dinger übers Tor, da komme ich leider nicht hin. Gut, die Vorlage hätte ich dir nicht geben sollen, da ist mir aber auch eine. Oh, das sind zwei. Wie viele sind da noch drin? Oh, noch ein paar, mach dir keine Sorgen, wir haben Zeit. Ich habe viel mehr als er. Wolltest du schon immer Torwart werden, du Katze? Nee. Ich wollte schon immer Profi werden, aber Torwart... irgendwann dann schon, aber... Somit weiß ich nicht. Du Katze? Miau. Okay. Oh. Oh. Nehmen wir doch mal so ein Moped hier. Wie viele Bier passen in den U21 EM-Pokal? Weiß ich nicht. Haben wir kein Bier reingemacht. Ich habe keinen U21 EM-Pokal. Also. Ja, und wir haben kein Bier reingemacht. Also haben direkt das harte Zeug gesoffen, die Idioten, ey. Nee. Fanta. Nächste Frage, bitte. Warum bist du so sexy?
Wenn man Spaß macht. Verfolgst du Wrestling? Wer ist dein Lieblingswrestler? Verfolge ich ja. Manchmal intensiver, manchmal weniger intensiv. Lieblingswrestler. Aktuell oder vergangen oder beides? So groß ist die Karte nicht. Also sagen wir mal aktuell. Aktuell. Lass mich mal überlegen. Schwierig. Also ich gehe mit Jeff Hardy. Absolut. Ja, ich mag Randy Orton. Echt, finde ich immer geil, was er, wie er sich selber interpretiert. Aber mein absoluter Liebling ist Stone Cold, Steve Austin. Da kommt nichts drüber. So. Über eine Texas Rattlesnake. Wirst du deine DJ-Künste von der U21-EM noch einmal beim HSV zeigen? Nein, wird er nicht. Mach ich ja schon. Macht er, wenn er alleine in der Kabine ist. Nee, ich lieg doch auch schon vorm Spiel, mach ich doch schon auch Musik und danach genauso. Also, aber nicht so, außerdem von der U21, da habe ich keine Lieder aufgelegt, da hatte ich nichts mit DJ am Hut. Das ist gelogen, ich habe bei der U21 kein DJ-Amt inne gehabt und aktuell gab es auch noch, es gibt aktuell keine großen Kritiken darüber, was so in der Kabine am Spieltag läuft. Ich versuche auch jedem Geschmack recht zu werden, den Einzelnen vielleicht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt leider keinen holländischen Rap von Drongelen, aber er ist auch der Einzige, der den hört. Insofern braucht das auch keiner. Wie kam das mit dem Nordtribünen-Schal zustande? Oder kannst du die Geschichte noch mal kurz erläutern? Weil ich habe keine Ahnung, worum es geht. Den habe ich geschenkt bekommen. Von? Von einem Fan. Warum? Das bleibt unser Geheimnis. Das möchte ich nicht sagen. Und was hat er von dir bekommen? Ich habe ihm geholfen und er hat mir dann als Dankbarkeit, oder um seine Dankbarkeit zu zeigen, mir einen Schal geschenkt und das freut mich auch, weil den gibt es ja auch nur, gab es nur in begrenzter Stückzahl, meine ich, und auch nur für gewisse Leute und da ist das für mich schon, fand ich das ganz schön, dass der mir seinen Schal geschenkt hat. Also hat der jetzt einen Ehrenplatz bei dir zu Hause? Nee, der ist immer in der Kabine. Ach, der ist in der Kabine? Der ist immer in der Kabine beim Spind und der Zeugwart nimmt den auch immer zu den Auswärtsspielen mit. Okay. Der ist immer dabei. Schön. So, vorletzte Frage. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Von Kruzifix. Wie heißt denn der? Von Friedemann Weise, den ich aus dem Quatsch Comedy Club kenne. Die Welt aus der Sicht von schräg hinten. Das ist ein lustiges Buch. Er nannte es auch Klolektüre. Das auch. So stimmt, das ist ganz lustig. Das ist das letzte Buch, das ich oder immer noch lese. Also bist du das immer, der eine Dreiviertelstunde hinten sitzt? Nee. Das habe ich zu Hause. Aber ist gut. Schönes, ein lustiges Buch, kann ich nur empfehlen. Ich lese nicht. Nur WhatsApp, oder? MySpace, gelegentlich. Bisschen Retro musst du ja in die heutige Gesellschaft reinbringen. StudiVZ. Das kennst du gar nicht mehr. Das kenne ich noch, doch. Hatte ich aber nie. Ich war Schüler-CC, das war für die Kleineren. Lies weiter jetzt. Letzte Frage. Wie oft bist du am Ballermann? Wie heißt es so schön?
Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Das ist ziemlich mager, würde ich sagen. Einmal? Schwach. Wieso? Das reicht und ich finde, als... Vielleicht bin ich auch noch nie da gewesen. Wer weiß. Vielleicht bist du auch Manuel Neuer. Nein, das nicht. Einmal. Öfter hat man keine Zeit. Hm. Aber vielleicht nächstes Jahr auch gar nicht. Ja, wenn wir aufsteigen, müssen wir natürlich hinfliegen. Keine Frage. Das ist aber noch ein sehr weiter Weg, den wir Step by Step zusammen beschreiten müssen. Genau. Ladies and Gentlemen, Julian Pollersbeck. Fiete ob, wie er leibt und lebt. Liebe Fans, vielen Dank für eure Fragen. Die waren sehr lustig. Hat Spaß gemacht. Ihr könnt auch was gewinnen. Und zwar so einen tollen Fanplaner mit den Geburtstagen von einigen Spielern. Auch Bilder sind dabei von 12 Jungs von uns. Schreibt einfach eine E-Mail hier hin und viel Glück, frohe Weihnachten, guten Rutsch und nur der HSV.